Ja. Hallo, liebe User, herzlich willkommen zu unserer allerersten Ausgabe von Bravo Sport TV. Ab jetzt gibt es auf unserer Homepage alles rund um den Fußball, brandaktuell von Andi und mir. Andreas, was gibt es denn Neues aus der Welt des Fußballs? Hast du was dabei? Jan, ich habe mir die aktuelle Ausgabe unserer Bravo Sport mal vorgenommen und da haben wir als Hammer extra die neuen Match Attacks Fußballcards. Und ich gucke einfach mal, wer hier drin ist. Sechs Karten pro Päckchen. Spannung. Ich bin bin gespannt. gespannt. Aha. Per Mertesacker haben wir da zum Beispiel und der passt wunderbar in mein Team. Genau der richtige Abwehrorganisator. Und für dich habe ich, glaube ich, auch schon wen, Jan. Und Den zwar hätte ich natürlich auch gern gehabt. Was hast du noch? René Adler. Der René Adler. Der René Adler, was fällt mir dazu ein? Im Moment hat er ein bisschen den Flattermann, habe ich so das Gefühl. Eine ganz starke Saison gespielt, aber zuletzt ein bisschen gepatzt, auch schon gegen Stuttgart nicht so gut ausgesehen. Was hältst du von dem Freistoß hit Sitzberger? War der haltbar? Der war auf jeden Fall haltbar, aber Sorgen würde ich mir um René Adler auf gar keinen Fall machen, Jan. Der wird auf jeden Fall wieder in die Gänge kommen, in deinem Team überzeugen und natürlich auch in der Bundesliga, wo wir schon mal beim Thema Bundesliga sind. Am Wochenende steht der 20. Spieltag auf dem Programm und wir gehen jetzt mal alle Spiele durch und da sind zwei richtige Kracherduelle dabei. So viel ist mal sicher. Und wir fangen einfach mal an mit der Partie Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Und da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Ich war gerade noch in Hoffenheim, habe mir die ganze Geschichte mal vor Ort angeschaut und ich kann so viel verraten, die Jungs sind richtig heiß. Also die werden sich mit Sicherheit richtig reinhängen. Haben das Hinspiel ja gegen Bayer Leverkusen ganz schnell auf die Mütze bekommen. 2:5 hieß es damals, nach einer begeisterten Offensivpartie. Das wird diesmal, glaube ich, ganz anders laufen. Ich tippe 2:1 Sieg für Hoffenheim. Damit bleiben sie vorne. Zweite Topspiel steigt in Berlin, Hertha gegen Bayern München. Beide hätten keine Chance, Tabellenführer zu werden, wenn Hoffenheim gewinnt. Aber ich glaube ohnehin, dass weder Hertha noch Bayern gewinnen. Ich tippe auf 0-0 oder 1-1. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ich sage 1-1 zwischen Hertha und Bayern München. Okay, schließe ich mich an, bin ich bei dir. Dann haben wir noch ein kleines Derby. Bochum gegen Schalke. Beide so ein bisschen krisengeschüttelt. Schalke zuletzt ein bisschen besser im Tritt. Trotzdem sage ich 1-0 Bochum. Nächstes Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg und da gibt es was ganz Komisches. Die Wolfsburger eigentlich ganz gut diese Saison. Die haben noch keinen einzigen Auswärtssieg gelandet. Deshalb gelingt denen das am Wochenende in Frankfurt und zwar mit 2-1. Wow. Stuttgart muss wieder auswärts ran, diesmal in Hannover. Ein krisengeschüttelt in Hannover, muss man sagen. Gomez super drauf, der trifft auch in Hannover. Also 2:1 Sieg für Stuttgart in Hannover. Als nächstes Köln gegen Karlsruhe, KSC zuletzt den HSV geschlagen. In Köln werden sie aber nichts holen. 2-0 für den FC. Bin ich dabei, ist ja mein Club. Wenn der Poldi erst kommt, dann geht es richtig ab. Werder Bremen-Gladbach. Schwierig, schwierig. Trotzdem, Bremen kriegt die Kurve 2:0. Am Sonntag haben wir dann auch Dortmund gegen Cottbus. Die Cottbusser sind einer der Lieblingsgegner des BVB. Und deshalb werden sie auch diesmal nichts reißen bei der Borussia. Es endet, so glaube ich, 3-0 für den BVB. Wow. Glatter Heimsieg, wahrscheinlich wieder vor ausverkaufter Hütte. Der HSV gegen Bielefeld, ich als Nordlicht ganz klar für den HSV. 2:0 und damit setzt sich der Verein weiter vorne fest, was mich sehr freut. Tja, Ja, haben wir es schon durch, oder? wir haben es durch. Das war die allererste Ausgabe von Bravo Sport Web TV. Die letzten Worte überlasse ich dir. Sehr gerne. Wir sollten nämlich ganz bald, am Montag am besten schon, überprüfen, ob unsere Tipps dann wirklich eingetroffen sind. Auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns nämlich wieder bei Bravo Sport TV. Bis Bis dahin. Montag. Bis dann.